Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming. Auch in dieser Folge möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen. Und dieses Mal wird das sein Project Frogs, City Racing 3D und Space Melons. Mein Name ist Gerald und wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört diese Hackmaus. Das ist eine Bluetooth-fähige Maus, die man eben so durch in diesem Formfaktor hier bekommt. Kann ich ein- und ausklappen, um sie ein- und auszuschalten. Und deswegen heißt sie eben Arc-Maus. Sie ist sehr transportabel auf die Art. Und ganz ähnlich ist auch das Foldable Keyboard. Das ist dieses kleine Keyboard hier. Das ist auch wieder auf- und zuklappbar. Dadurch wird es auch ein- und ausgeschaltet. Und eben hat eine vollwertige Tastatur drauf. Das heißt, ich kann sie auch sehr gut mit mir rumtragen und eben auch mitnehmen. Auch leider dieses Mal wieder nicht mit dabei ist der Xbox One S Wireless Controller. Den habe ich hier an der Seite. Der ist im Moment leider im Zuschauermodus, denn auch dieses Mal haben wir wieder kein Spiel mit dabei, wo der eingesetzt werden kann. Und dann natürlich als Herzstück des Ganzen das Lumia 950 XL. Das ist ein continuumfähiges Smartphone, hinten drauf übrigens mit einem Mozu-Cover, wenn ihr euch wundert. Das ist ein Holzcover, heißt Zebrawood. Und dieses continuumfähige Smartphone wird über einen USB-C-Anschluss, der sitzt hier unten, mit einem Kabel, mit dem Display-Dock, das steht hier an der Seite, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja wahrscheinlich, verbunden. Und dieses Display-Dock ist wiederum verbunden per HDMI mit dem Fernseher. Und auf diese Art kann ich eben so eine Art Desktop-artigen Zustand auf diesen Fernseher projizieren, den ich dann eben zum Beispiel hier mit der Maus, mit der Arc-Maus und den verschiedenen anderen Eingabegeräten, die ich so habe, steuern kann. Ja, und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, ich habe euch wieder so eine Infokarte eingestellt, mit der ihr dann nochmal gucken könnt. Und da gibt es ein anderes Video, da erkläre ich das nochmal ein bisschen genauer. Und dann würde ich sagen, da ihr nicht für mein blödes Geschwafel am Anfang hier seid, sondern vermutlich für die Games, schauen wir doch einfach mal in die Games rein. Das erste Spiel, was ich euch zeigen möchte, ist Project Frogs. 12 Stages of Suffering heißt das. Suffering auch ein bisschen deswegen, weil das von der Musik her echt ein bisschen Suffering ist. Deswegen werde ich auch gleich die Musik ein bisschen runterziehen. Was dahinter steht, ist einfach ein Spiel, das ziemlich retro ist, so von der Optik her. Und zwar geht es da um eben zwei Frösche mehr oder minder. Oder besser gesagt, am Anfang ist es nur ein Frosch, später werden zwei Frösche, die ihr durch so einen Parcours steuern müsst. Das ist im Endeffekt nicht wirklich ein Parcours, sondern ihr drückt im Prinzip nur mit einer Einmaus- oder Zweitastenbedienung, wenn man es genau nimmt, das Ganze. Und steuert dadurch eben dieses Spiel. Aber was dahinter steht, ist, dass ihr eigentlich auf Genauigkeit tippen müsst. So, und da hört ihr schon. Es ist ein starkes Retro-Game, hat also auch wieder so eine 8-Bit-Optik, oder wie man es auch mal nennen möchte. Und hier gibt es einfach unterschiedliche Levels, die ihr spielen könnt. Und das ist eben Tutorial 1, mit dem wir jetzt einfach mal starten. Danach kommen natürlich weitere, die auch komplizierter werden, denn ich glaube ab Tutorial 3 oder 2, ich bin mir gerade nicht sicher, steuert ihr dann nämlich zwei Frösche gleichzeitig. Und das wird immer ein bisschen komplizierter. Ihr könnt das natürlich auch auf Touch spielen. Ich drehe gerade mal die Musik wieder eine Spur runter über mein Foldable-Keyboard hier. Ihr könnt das natürlich auch auf der Touch, also mit der Touch-Bedienung spielen. Dann drückt ihr mehr oder minder eben eine Seite vom Smartphone für den einen Frosch und die andere Seite vom Smartphone-Display für den anderen Frosch. Und mit jedem Mal drücken springt er eben einen Punkt weiter. Habt ihr jetzt eine Maus, wie ich das hier in dem Fall habe, ist es die linke und die rechte Maustaste, die jeweils einen Frosch steuert. Finde ich übrigens nicht besonders leicht, muss man ein bisschen dahinter kommen, bis man es dann mal verstanden hat. Und ich gehe einfach mal hier rein und zeige euch das Ganze mal. Und das ist echt so Retro-Optik und wie ihr seht, das ist euer kleiner Frosch. Deswegen auch diese Retro-Optik, das ist wirklich so wie so die alten Videospiel-Konsolen, wie auch immer Videospiel-Teile, die so in Gaststätten und sowas rumstanden. Und das ist eben der Weg, den ihr beschreiten müsst. Und da seht ihr gleich, werden ein paar Hindernisse auf uns zukommen. Es gibt Feinde, die euch jagen und noch ein paar andere Sachen. Schauen wir uns dann zusammen an. Also Tap Right, in dem Fall eben, um einmal hier mit dem Frosch zu springen, müsst ihr jetzt die rechte Maustaste drücken. Und da zum Beispiel seht ihr, Be Aware, darf ich nicht draufspringen, wenn das Ding nicht weiß ist. Und muss eben gucken, dass ich möglichst schnell durchkomme.
und da nicht drauf springe. Und ich glaube, auch in diesem Level werde ich gleich schon und hab's erwischt, bin draufgekommen, dadurch gehst du eben drauf. Und ich glaube, auch in dem Level am Anfang werde ich schon von so einem Viech da gejagt. Das ist so eine Art Schnecke oder sowas, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle alles sehr strange und hier auch dieses Ding sehr strange. Wirklich irgendwie, ja, ein bisschen psychedelisch beinahe schon. Ich finde es schon relativ geil auch. Und hier seht ihr, wir haben 85% des Tutorials geschafft, haben dafür 22 Sekunden gebraucht. Oder besser gesagt, das ist irgendwie mein Durchschnitt. Und ihr seht, ich habe es schon ein paar Mal versucht. Man geht nämlich relativ leicht drauf dabei. Ich gehe also hier einmal wieder drauf und wieder rechte Maustaste drücken in dem Fall. Dann springen wir, müssen kurz warten. Wie schnell ihr springt und so, das liegt natürlich auch am Game, aber ist erstmal eure Sache. Ihr könnt theoretisch relativ lange warten, bis halt dieses Viech da kommt und euch irgendwann frisst. Wenn ihr es verbockt zumindest. Deswegen rennt ihm davon. Und hier seht ihr, muss man dann wirklich auch sehr genau mit seinen Knöpfen drücken, um dann eben hier auf das Endteil zu springen. Und ihr müsst wirklich jetzt nicht einfach drauf rumhämmern, weil er springt wirklich jedes Mal einen Schritt weiter. Und wenn ihr es dann verbockt und zum Beispiel in diesen Zwischenbereichen, wo wirklich einmal dann stehen bleiben müsst, dann das Ganze nicht erwischt, diesen einen Zwischenbereich, ist die Sache ziemlich schnell vorbei. Ja, ich gehe also hier drauf und jetzt können wir uns mal das nächste Teil anschauen. Hier sind wir jetzt mit dem linken Frosch unterwegs, das ist der hier, also linke Maustaste. Auch hier wieder ähnliches Spiel, wie wir es gerade, voll verbockt gerade, sorry, wie wir es gerade hatten. Also auch wieder hier, wir springen einfach über diese Flächen, dürfen uns nicht von den anderen, und verbockt, weil ich ihn nicht erwischt habe, wir dürfen uns nicht von diesen Schnecken oder was es auch immer sein soll, erwischen lassen. Und da war ich jetzt zu vorsichtig. Also ihr seht, relativ schwierig, genau den richtigen Punkt zu erwischen. Und ihr müsst eben versuchen abzuhauen. Und jetzt zum Beispiel ist es wichtig, wo euer Gegner gerade sitzt. Weil sonst könnt ihr nicht durchlaufen. Der schaltet den Weg also für euch praktisch auch irgendwann mal frei. Da gibt es einen Portalsprung. Und wir gehen wieder weiter. Und jetzt habe ich es verbockt. Blöd. Irgendwann gibt es dann auch, hier am Anfang glaube ich noch nicht, aber später, die Möglichkeit dann zum Beispiel so einen Zwischenpunkt zu erreichen, wo ihr dann weiterspielen könnt. Am Anfang aber leider noch nicht. Und ihr seht, ich muss mich hier echt bemühen, dass ich genau richtig hier tippe und genau zum richtigen Zeitpunkt dann auch klicke und so weiter. Und richtig übel wird es nämlich jetzt, das ist Tutorial 3 gerade mal, denn jetzt haben wir den linken und den rechten Frosch gleichzeitig und werden mit denen zusammen springen müssen und dem anderen auch den Weg frei machen müssen und sowas. Ich finde es spätestens ab diesen Zeitpunkten, also jetzt seht ihr, linke Maustaste und rechte Maustaste, springe ich eben mit. Und spätestens jetzt wird es richtig übel, weil ihr eben genau gucken müsst, welche Taste ihr drückt und wo lange ihr gehen müsst und dass die euch nicht erwischen und so weiter und so fort. Und dann ist es auch so, dass ihr zum Beispiel Wege freischalten müsst mit dem einen Frosch für den anderen. Also ihr müsst einen bestimmten Punkt erreichen mit dem einen Frosch, um den anderen weiterlaufen zu lassen und so weiter und so fort. Gar nicht so leicht. Ich empfehle es aber jedem, das einfach mal auszuprobieren, weil es wirklich, ja, challenging ist. Also ihr müsst wirklich sehr genau gucken, wo klickt ihr, wann macht ihr was. Auch selbst auf dem Smartphone, wenn ihr jetzt einfach nur die Seiten drücken müsst, ist es nicht wirklich super leicht und auf alle Fälle irgendwie mal wert, gespielt zu werden und mal das Ganze zu versuchen. Und ihr seht, wir befinden uns noch im Tutorial-Modus. Also das kann noch viel, viel schwieriger werden. Und ihr werdet schon gut gefordert dabei und macht einfach Spaß auf die Art, finde ich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal aus diesem Spiel raus, weil viel mehr gibt es dazu jetzt auch gar nicht zu erzählen. Wirklich einfach schwer zu meistern das Ganze und einigermaßen leicht zu spielen. Wie gesagt, linke und rechte Maustaste auf eurer Maus oder auf dem Touch-Display eben rechts oder links, je nachdem wo ihr hinklickt, steuert ihr eben die verschiedenen Viecher hier. Schöne Sache, finde ich. Gut, dann gehen wir zum nächsten Spiel über. Das nächste Spiel ist City Racing 3D. City Racing 3D ist einfach ein Rennspiel. Ganz ähnlich wie Asphalt oder so. Nicht ganz so toll, was die Grafik angeht, aber immer noch nicht übel. Ich gehe einfach mal rein, wir schauen es uns zusammen an. Sonst sehr ähnlich, also ihr habt auch so Power-Boost-Ups, um weiterzukommen. Ihr könnt
verschiedene Autos kaufen und so weiter und so fort. Übrigens, am Anfang kauft ihr erstmal ein Fahrzeug. Ich drehe gerade mal die Musik leicht runter. Am Anfang kauft ihr erstmal ein Fahrzeug. Das ist am Anfang bei mir jetzt ein TT gewesen, also ein Audi TT in Blau. Und dementsprechend könnt ihr dann rein. Hier habt ihr verschiedene Optionen noch. Also wir können mal kurz noch in die Optionen reingucken. Ist jetzt nicht super aufregend. Ihr könnt halt High oder Low von den Grafiken her gehen. Habt so eine Art Film-Mode. Ich glaube, dann fliegt die Kamera so außen rum. Solche Geschichten, wenn ihr das wollt. Könnt Motion Blur an- oder ausmachen. Ich habe es mal ausgemacht, weil es einfach performance-technisch wahrscheinlich was zieht, wobei ich es gar nicht erst ausprobiert habe, zugegebenermaßen. Und dann gibt es eben so Kontrollgeschichten. Ihr könnt natürlich diese Geschichten hier machen, also Touch oder Tilt, je nachdem, was ihr gerne habt. Oder ihr spielt das Ganze einfach wie ich jetzt mit der Tastatur, geht genauso. Help und About brauchen wir uns jetzt erstmal gar nicht angucken. Und dann könnt ihr eben auch zum Beispiel noch einen anderen, ich glaube, das hier ist einfach, wenn ihr den Spieler wechseln wollt und so weiter. Nichts super Aufregendes, aber ich gehe einfach mal rein und wir gucken uns das Game mal zusammen an. So, und hier seht ihr, das ist mein Auto. Optik nicht schlecht. Also, wie gesagt, vielleicht nicht auf dem Niveau von Asphalt oder so, aber trotzdem nicht übel gemacht. Auch optisch schön, was die Spiegelung angeht und so Sachen. Ihr könnt selber Paintings aufbringen an der Stelle. Also im Moment geht es halt nur blau, weil ich die anderen Sachen noch nicht freigeschaltet habe. Aber wenn ihr mal ein bisschen erfahren seid, kriegt ihr auch noch weitere Sachen freigeschaltet. Oder ihr könnt sie natürlich auch kaufen, wenn ihr das wollt. Ich gehe mal hier gerade wieder eins zurück. Und ihr könnt natürlich eure Autos aufleveln mit eben solchen Ingame-Coins, die ihr verdient. Beispiel hier die Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen schneller fahren können. Auch die Beschleunigung ein bisschen hochsetzen. Und hier, wie schnell ihr eben mit dem Ding fahren werdet. Hier oben seht ihr, kostet halt immer mich Geld, was ich hier tue, klar. Und hier eben dann zum Beispiel, wie gut sich das Auto lenken lässt und solche Geschichten, könnt ihr damit eben alles steuern. Nett gemacht, dass man das aufrüsten kann und wie man es aufrüsten kann. Schöne Geschichte eigentlich. Und was habe ich noch? Ich mache einfach nochmal hier die Geschwindigkeit nochmal auch mal höher. Und ja, sonst eben, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, könnt ihr natürlich hier das Auto dann auch wieder reparieren lassen. Ich mache das einfach mal. Brauche jetzt ein bisschen Zeit, in dem Fall jetzt 30 Sekunden, da warten wir jetzt nicht drauf. Weil so super wichtig ist es nicht. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal los. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das Ding zu steuern. Oh, ihr musst sogar finishen, sorry. Ja, dann warten wir die 20 Sekunden. In der Zeit erzähle ich euch einfach, wie ihr das Ding steuern könnt. Nämlich, ihr könnt das Ganze steuern entweder über die Pfeiltasten. Das Problem ist, dass dann aber der Nitro-Auslöser relativ weit weg ist. Deswegen verwende ich lieber WASD. In dem Fall, nämlich mit Q könnt ihr Nitro auslösen. Also diese Power-Geschwindigkeitsgeschichten. Gut, dann gehen wir einfach mal hier rein. Ich kann jetzt einen Multiplayer starten oder ich gehe in die Karriere. Ich spiele die Karriere jetzt einfach mal durch. Und wir starten mal hier im Amateurbereich. Hier gibt es jetzt einfach unterschiedliche Levels, so mehr oder minder, also Strecken, die ihr fahren könnt. Und wir fahren einfach mal den ersten. Da seht ihr, bin ich auch schon sehr weit. Bei den anderen, da bin ich noch gar nicht eingestiegen. Aber wir schauen uns einfach mal London zusammen an in diesem Fall. Finde ich, ist auch eine relativ schöne Strecke von der Optik her. Und jetzt können wir auch schon losstarten und gucken uns das Ganze mal an. Hier ist noch so ein komisches Werbeding, mache ich mal weg. So, und wir starten unsere Engines natürlich, wie er gerade gesagt hat. Drehen wir hier noch ein bisschen auf und los geht's. Typisches Rennspiel, wie gesagt, aber irgendwie cool gemacht, auch nett, weil sie so die ganze Zeit mit euch ein bisschen rumquatschen und so einen Spaß. Alles irgendwie schön. Und das ist jetzt das erste Teil, also das ist relativ simpel. Jetzt habe ich einfach mal Nitro angemacht und ihr könnt natürlich Nitro dann auch hier kaufen, oder kaufen natürlich auch, aber ums Kaufen geht es hier nicht, sondern ihr könnt es natürlich dann auch hier einfach euch holen. Jetzt haben wir ein bisschen Nitro mehr geholt und dementsprechend fahren. Übrigens, ihr habt auch immer Gegenverkehr, ihr müsst aufpassen, dass ihr die nicht umfahrt. Es ist nicht ganz so schlimm wie jetzt bei Asphalt oder so, wenn ihr hier mal gegen ein Auto fahrt. Das wird nämlich irgendwann einfach ausgeblendet, wenn das dann der Fall ist. Wie das jetzt hier der Fall war wahrscheinlich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber ihr fahrt natürlich davor und werdet einfach langsamer dabei. So, und auch hier wieder so ein Sprungding. Und ihr merkt natürlich, es ist echt leicht hier in diesem Level ganz vorne zu sein. Aber später wird es schwieriger. Ich habe auch schon andere Sachen hier versucht zu fahren und bin da auch ziemlich kläglich dran gescheitert an dem einen.
Deswegen zeige ich euch jetzt auch hier erstmal das erste Level, was eben so eine Art Mini-Tutorial ist, und damit haben wir es auch schon geschafft. Ja, also für Leute, die irgendwie so Rennspielspaß und sowas mögen, die können gerne mal dieses Spiel anschauen. Nicht schlecht, macht Spaß und ist eben so eine Art kleiner Klon von Asphalt oder sowas. Aber nicht übel gemacht, Optik nicht übel und läuft wahrscheinlich auch auf ein bisschen schlechterer Hardware, als zum Beispiel jetzt Asphalt laufen würde. Aber bei uns natürlich kein Problem, weil Asphalt läuft bei uns auch schon sehr gut. Ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Ihr seht euch jetzt natürlich eure Rundenzeit und die der anderen. Ihr seht, also hier waren wir jetzt völlig überlegen einfach. Der zweite Spieler war immerhin, ja, knappe 3 bis 4 Sekunden war er jetzt langsamer als wir. Spielt aber natürlich keine Rolle, weil, wie gesagt, es geht deutlich übler. Dann kriegt ihr einen Bonus zugewiesen von eben ein bisschen Geld, mit dem ihr jetzt was machen könnt. Ihr könnt das Ganze eben hochsetzen und euch euren Rang angucken im Vergleich mit der restlichen Welt und solche Geschichten. Schöne Sache eigentlich. Und ihr könnt natürlich einfach nochmal fahren, wenn ihr das wollt. Kriegt für solche Trickshots und Tricksprünge und Trickfahrten und so Geschichten, kriegt ihr halt nochmal ein bisschen zusätzlichen Bonus und so weiter und so fort. So, ich gehe hier einfach mal drauf. Man kann jetzt hier natürlich wieder reparieren lassen, dauert 10 Sekunden, also völlig egal. Hier kommt immer so eine Mini-Werbung, die ist nicht schlimm, kriegt sie weg. Und jetzt müssen wir halt kurz warten, bis er soweit ist, dass er mein Auto wieder repariert hat, hat er gemacht. Und jetzt könnten wir im Prinzip die nächste Strecke fahren. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da noch großartig was zu erzählen soll. Einfach mal ausprobieren, das Game würde ich euch vorschlagen. Denn es macht Spaß, es ist genau für solche so Rennsportverrückte und Rennsportbegeisterte eine schöne Geschichte. Und probiert es ruhig mal aus, auch auf schlechterer Hardware eben gar nicht so schlecht und schön zu spielen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch zum nächsten Spiel. Über das nächste Spiel ist Space Melons. Und Space Melons ist ein Game, das habe ich hauptsächlich deswegen jetzt so als mein Sahnestück. Also ich habe ja immer, das dritte Spiel ist ja meistens bei mir so das, was ich eigentlich als relativ cool oder als Bestes angesehen habe. Das ist hauptsächlich deswegen da, weil es irgendwie eine sehr verrückte Story hat oder so. Also es ist echt ein bisschen seltsam. Space Melons ist genau das, worüber wir hier reden. Es sind nämlich Raumschiff-Melonen, mit denen wir, oder also einfach ja, Weltraum-Melonen mehr oder minder, mit denen wir hier arbeiten. Und ich gehe einfach mal drauf und dann gucken wir mal zusammen rein, was das dahinter steht in dem Fall. Space Mel, da ist es. Space Melons. Was dahinter steht, ist eine bisschen strange Storyline. Da stürzt irgendwie ein Raumschiff auf einen Planeten ab. Ich drehe mal ein bisschen hoch. Ich weiß gerade gar nicht, ob da Musik kommt. Ich glaube, im Vorschau kommt noch keine Musik und später läuft dann Musik. Sehen wir dann gleich. Also, ziemlich lustiges Game. Ihr baut im Prinzip so beinahe rundenbasiert. Es sind aber keine Runden, ist kein rundenbasiertes Spiel oder so, sondern ihr habt so Hexafelder, auf die ihr eben verschiedene Sachen bauen könnt. Und da stürzt jetzt gerade das Raumschiff ab. So. Wie gesagt, am Anfang noch kein Audio, später irgendwie schon. Und das sind wir eben, und wir sagen jetzt, okay, wir haben unser Raumschiff eben jetzt abstürzen lassen, sind auf einem fremden Planeten. Und wir müssen uns im Prinzip retten lassen, und derweil sollen wir eben irgendwie versuchen, hier weiterzuarbeiten. Und das Lustige ist jetzt, ihr habt nicht irgendwie so mechanische Einheiten, mit denen ihr durch die Gegend lauft und dann irgendwie Sachen kaputt schießt oder sowas, sondern ihr habt Weltraummelonen, also Pflanzen, die ihr pflanzen müsst. Und mit diesen Pflanzen müsst ihr gegen andere Pflanzen antreten. Ja, und das ist die Storyline. Also ein bisschen strange, bisschen komisch, aber ich finde es relativ cool gemacht. Also ich kann jetzt hier drauf gehen, jetzt seht ihr, haben wir eine Pflanze gebaut und können die durch mehrfaches Drücken zum Beispiel jetzt wachsen lassen. Können das im Prinzip mehrfach machen, dann kriegen wir immer mehr von diesen Space Melons. Und die können wir hier dann auch wieder neu einpflanzen. Und ihr müsst im Prinzip nicht hingehen und das Ganze jetzt so tun, wie ich das jetzt hier mache, sondern ihr könnt die auch einfach wachsen lassen. Und was ihr jetzt seht, dann gibt es eben noch, ich drehe gerade mal die Musik ein bisschen runter, dann gibt es eben noch so weitere Tools, die ihr verwenden könnt, um hier weiterzugehen. Beispiel, das sagt er uns nämlich jetzt,
müssen erstmal hier um diese Dirt, also um diese Matschbereiche rumkommen. Wir wollen nicht, wir können nur auf bestimmten grünen Flächen können wir nur bauen. Und wir müssen an diesen grünen Flächen auch anliegen. Und um das zu tun, kann man hier jetzt so Tools kaufen, wie zum Beispiel diese Hake. Also im Endeffekt, ihr seid Weltraumgärtner oder sowas in der Art. Das ist echt strange irgendwie von der Storyline her, aber nett gemacht, finde ich. So, mit dieser Hake können wir jetzt hier zum Beispiel dieses Ding freiräumen. Dauert dann eben einen kleinen Moment. Wir können in der Zeit schon mal was anderes kaufen. Nämlich in dem Fall hier weitere Samen, die wir einsetzen können. Denn wir müssen ja weitere Space Melons eben verteilen, um die wachsen zu lassen. Und hier seht ihr, ist zum Beispiel eine gegnerische Pflanze, die wir im Prinzip einkreisen und dann im Prinzip übernehmen müssen. So, und jetzt habe ich keine Seeds mehr, das heißt, ich muss jetzt, ja, jetzt habt ihr gesehen, eine meiner Melonen war schnell genug und fängt jetzt an, diese Pflanze hier zu übernehmen. Fragt mich nicht, warum. Also wenn ihr mich jetzt fragt, was die Storyline zu bedeuten hat, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, aber irgendwie ist es lustig. Und wir haben hier jetzt unseren kleinen Abbauroboter zum Beispiel, der uns eben hilft. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr selber hier die Melonen immer sammeln, sondern er geht hin und sammelt die für uns und holt eben dadurch mehr Punkte raus, dann auch mehr Space Seeds, die wir verwenden können und so weiter und so fort. Und was wir hier auch sehen, wir haben hier zum Beispiel jetzt einfach Steine vor uns. Auf Steinen können wir nicht bauen, also müssen wir die kaputt hauen, mit der Maus einfach drauf rumdrücken. Und da ist ein Kollege von uns eingegraben gewesen, der auch abgestürzt ist und den hat es dahin verschlagen. Er hat gedacht, er kommt dann nie wieder raus und wir haben ihn gerettet. Und dementsprechend sind wir jetzt eben wieder dran und müssen jetzt gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Und das hier zum Beispiel ist ein Space-Melonen-Portal oder ein Space-Portal auf alle Fälle, mit dem wir eben weiterarbeiten können. Das heißt, hier erstmal wieder haken, um da eben was anpflanzen zu können, weil sonst wird das Portal nicht aktiviert, wenn hier nichts ist. Und wir können in der Zeit hier schon mal die Steine kaputt hauen. Er sagt uns jetzt, wenn wir eben jetzt hier auch noch hingehen wollen, brauchen wir ein neues... brauchen wir eben wieder was, eine neue Hake, die wir noch kaufen müssten, oder wir warten halt immer diese Sekunden ab, die da sind. In der Zeit kann ich ja hier mal ein paar von den Melonen noch ernten, kann ich ihm ein bisschen helfen. Und jetzt sind wir da auch soweit, können eben dann hier diese Melone auch wieder pflanzen und natürlich diese auch und warum nicht diese auch noch. Und wenn wir hier außen rum kommen und hier jetzt eine Melone eben kommt, wird das Portal aktiviert. Und jetzt haben wir das Portal und können eben weiter voranschreiten. Sie schreit jetzt auch, oh, was ist das denn? Und ja, das ist ein Portal, da können wir jetzt durch. Das quatscht er jetzt hier gerade. Und wir können dann eben an einen anderen Punkt im Universum ungefähr springen, um da weiterzukommen. Ist natürlich alles noch Tutorial. Später gibt es dann auch Aufgaben, die ihr lösen müsst. Gehe ich mal rein und jetzt können wir zu Plantopia springen. Nämlich wahrscheinlich irgendwie ein anderer Planet oder sowas. Gehen wir einfach mal hin. Und da seht ihr, nächster Planet, auf dem wir gelandet sind. Und auch hier müssen wir eben wieder so einen Weg finden, um weiterzukommen. Und was wir eben machen ist, wir pflanzen Space Melons. Ich finde es einfach irgendwie super interessant. Auch wenn es natürlich irgendwie simpel ist und so. Aber es ist irgendwie super interessant. Und ihr seht... Ja... Sie steht kurz vorm Kotzen wegen dem Hin- und Herfladen und so. Und ich launche jetzt einfach mal. So. Und damit sind wir eben jetzt im zweiten Level oder wie man es auch immer nennen möchte. Und kann auch hier wieder weitermachen. Und das Schöne ist, ich erzähle es euch immer genau, was ihr da zu tun habt. Und wir versuchen eben nach Hause zu kommen, indem wir jetzt verschiedene Planeten hier mehr oder minder terraformen mit unseren Space-Melonen. Und darum geht es eben. Und dann gibt es natürlich Achievements, die wir uns holen können, um eben besser zu werden, schneller pflanzen zu können, andere Pflanzen vielleicht auch noch anpflanzen zu können, oder andere Space Marines, oder besser gesagt. Und so geht das hier immer weiter. Und irgendwie ist es strange und simpel und nett gemacht. Nehmen wir die Hake und machen wir hier hinten wieder fertig, dann können wir hier wieder pflanzen. Können hier wieder die Space Melonen nach oben züchten. Und wie gesagt, ihr braucht eben immer mehr von diesen Space Melonen, damit ihr eben dann neue Seeds bekommt. Oder ihr müsst sie kaufen. Immer kaufen ist halt immer teuer und ihr habt nicht ewig viel Zeugs. Ihr könnt diesen Planeten jetzt dann eben terraformen. Darum geht es hier. Hier machen wir mal wieder die Hake. Und könnt so auf diese Art eben jetzt immer weiterkommen.
später natürlich dann auch wieder neue von diesen Haken da kaufen, um dann eben schneller weiterzukommen und so weiter und so fort. Und ihr werdet später dann auch gegen zum Beispiel andere, ja, so Space-Gärtner oder sowas antreten, die eben auch versuchen, eure Pflanzen dann zu umzingeln. Das heißt, ihr müsst auch so eine Art, ja, so, weiß gar nicht, wie man das nennen möchte, so eine Art Mühlespiel oder so halt noch machen, um dann weiterzukommen und so weiter und so fort. Irgendwie cool und nett gemacht. Und deswegen ist es bei mir auch jetzt auf diesem Platz gelandet, weil es einfach irgendwie so strange und abgefahren ist. Und einfach nicht so dieser Einheitsbrei, den man sonst von Spielen kennt, sondern es ist irgendwie komisch. Und komisch finde ich immer ganz geil. So, was können wir uns hier trotzdem nochmal angucken? Nämlich zum Beispiel, was es hier sonst noch so gibt. Zum Beispiel weitere Abbaubots, die wir einsetzen könnten. Oder wir haben einen grünen Daumen, den wir hier einsetzen können. Wenn man rauf geht, kann man sich so mal angucken. Das ist der grüne Daumen. Und damit können wir eben mit neuen Tabs dann effektiver sein. Das heißt, es geht schneller, bis unsere Jungs dann aufgebaut sind. Und dafür braucht ihr eben Space Melons, die ihr eben einen anbauen und abbauen könnt. Ich nehme das jetzt einfach mal auf und dann gucken wir mal, was ich sonst noch kaufen kann, um mich hier noch ein bisschen besser zu machen. Im Moment nicht super viel, nämlich nur diesen Speed, dass es ein bisschen schneller wächst, was ich da anpflanze. Das mache ich jetzt einfach auch mal. Wenn ich da wieder raus möchte, kann ich hier raus. Und dann gucken wir uns einfach nochmal an, was hier noch so dahinter steht. Das hier sind im Endeffekt meine Möglichkeiten, die ich zurzeit habe und wo ich da gerade so liege. Und kann natürlich noch sehr, sehr weit nach vorne kommen, bin ja auch ganz am Anfang erst. Und hier kann ich mir noch so die Achievements angucken, die eben zur Verfügung stehen werden. Hier unten könnt ihr euch dann anschauen, was das jeweils bedeutet. Und die müsst ihr natürlich dann nach und nach alle erfüllen, um da weiterzukommen. Und danach gehen wir eben dann wieder zurück zu unserem Planeten hier und terraformen den Planeten weiter. Hier ist wieder so eine Alien-Pflanze. Hat natürlich jetzt leider nicht mehr und keine Seeds mehr. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen, dass ich eben gleich neue Seeds kaufen kann, indem ich eben diese Dinger hier jetzt anpflanze und dadurch eben durch das Sammeln von den Dingern eben dann wieder neue Seeds generiere. Und so stehen sie, da stehen sie. Die generieren sich immer durch die Zeit. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr das wollt, auch neue Seeds kaufen über eben dieses Ding. Und so kann man sich mit diesem Spiel hier echt extrem lange beschäftigen und kriegt eben immer weitere Erfolge, die irgendwie mehr simpel sind. Ich weiß auch nicht. Also es ist einfach so ein Beschäftigungsspiel. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie nett und cool gemacht. Und finde, jeder sollte es mal gesehen haben und sich damit mal einfach das Ding mal ausprobiert haben, weil es irgendwie einfach nett und cool gemacht ist. Da hinten gibt es jetzt zum Beispiel wieder was Neues. Vielleicht kann ich dann später Wein, wahrscheinlich Space Weintrauben oder sowas anbauen. Wir sehen es gleich, wenn ich da hingekommen bin. Bis dahin gehe ich einfach mal hin und hole mir diese Dinger hier noch. Habe im Moment nicht genug Seeds dafür, muss also noch ein bisschen warten. Derweil sammle ich hier einfach mal ein paar von den Melonen ein. Jetzt ist der hier soweit, kann ich da wieder einen hinbauen. Und dann kommen wir nämlich hier jetzt an dieses Ding dran. Und dafür muss ich auch wieder eine Plant Grown, habe ich gemacht. Und kriege jetzt einen neuen Bonus, nämlich die Grapes. Und was die mir jetzt genau bringen? Ja, sind sie wahrscheinlich. Grapes nämlich, genau. Not just Grapes. Und die können irgendwas mit unserem Upgrade-System machen, so wie es aussieht. Und wir wissen nicht genau, wofür sie helfen. Dann sagt die andere, ja, aber wenn sie helfen, egal, Haushalt rein. Und dementsprechend helfen sie uns vielleicht jetzt hier an dieser Stelle. Wahrscheinlich haben wir jetzt was Neues freigeschaltet bekommen oder so. Ja, sieht so aus, als könnten wir jetzt eben eine neue Hake bauen, um dann noch ein bisschen schneller voranzukommen. Ja, das ist das Spiel. Ich möchte euch jetzt auch nicht alles davon vorwegnehmen, deswegen werde ich jetzt auch langsam mal aufhören, da weiterzuspielen. Ihr seht aber relativ nette Geschichte, relativ schön gemacht und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und probiert es einfach mal aus. So, damit sind wir theoretisch dann auch jetzt durch diese Folge erstmal durch. Ich möchte aber noch in eigener Sache auf was hinweisen und zwar habe ich eine neue App im Store und die App, die heißt Film Database oder Film Datenbank. Und ich zeige euch ganz kurz mal den Store-Eintrag dazu. Schaut euch einfach mal rein, wenn ihr Bock habt und es mal ausprobieren wollt. Das ist eine App, mit der ihr eure eigene Filmdatenbank aufsetzen könnt. Das heißt, ihr könnt
Filme, die ihr selbst eben zum Beispiel auf DVD oder Blu-ray oder VHS oder was auch immer irgendwo gelagert habt, einfach in diese Datenbank eintragen und mit dieser Datenbank dadurch eure Filme verwalten. Dann, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, eben schauen, auf welche Filme ihr einfach schon habt und könnt dann zum Beispiel, wenn ihr im Laden oder so steht, einfach gucken, habe ich den Film schon oder hat vielleicht einer aus meiner Familie den Film schon gekauft, solche Geschichten. Dabei wird zum Beispiel das, ich gehe einfach mal hier rein und wir schauen uns den Eintrag mal zusammen an, den das hier jetzt einfach mal im Hintergrund dann stehen. Und was eben cool daran ist, sorry, völliger Quatsch, was ich da gerade eingebe, es geht um Filmdatenbank. So, da ist es auch. Nämlich der erste Eintrag hier. Und ja, ihr könnt dadurch im Prinzip eure eigene kleine Filmsammlung eben versuchen aufzubauen und dann eben einfach sehen, was in dieser Filmsammlung alles drin ist. Könnt in einem Laden zum Beispiel schauen, ob ihr den Film schon habt und so weiter. Und auch nett, ihr könnt das Ganze eben über einen Barcode scannen von dem EAN, der da drauf ist. Das ist der europäische, weiß gerade gar nicht, also der Barcode im Prinzip. Könnt ihr eben dann schauen, ob ihr diesen Film schon habt, den in verschiedene Kategorien einsortieren und damit eben weiterarbeiten. Ich hoffe, dass die App euch auch ein bisschen helfen kann. Schaut sie euch doch gerne mal an. Und dann würde ich sagen, sind wir auch für diese Woche durch mit der Episode. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr genervt jetzt mit dem kleinen Teaser hier, aber wie gesagt, neue App musste ich irgendwie mal erwähnen. Und wie gesagt, wir sind durch mit der Episode. Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und natürlich habt viel Spaß mit den Spielen. Ich hoffe, da war was dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar oder Thumbs Up natürlich bei mir im Store lasst. Subscribe, wenn ihr noch nicht subscribed habt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und auf Wiedersehen.